Ein Ritterrätsel. Oh. Wobei. Pferde? Rittermatt. Ritter Matt. Matt der Ritter. Das klingt komisch. Zwei gegnerische Divisionen aus ritterlichen Springern tragen eine Schlacht aus. Um zu gewinnen, musst du alle gegnerischen Schachfiguren schlagen. Der Springer, die Springer im Schach bewegen sich immer zwei Felder nach vorne und ein Feld zur Seite. Diese Bewegung kann nach oben, unten, links oder rechts ausgeführt werden. Sei vorsichtig! Das Schachbrett ist übersät mit Fallen und Feldern, die dich in die angezeigte Richtung verschieben. Oh Gott. Okay, also man soll hier... Oh nö, nicht sowas schon wieder. Oh, das ist ja... Oh, das erinnert mich gerade an diese komischen Toblerone-Rätsel. Nein, wie heißen die? Ah nee, oder diese Rätsel im zweiten Teil, wo man mit weißen Kugeln... Also wo man immer Kugeln überspringen musste. Weißt du noch? Ja, ja. Ich hoffe aber, man darf auch auf leere Felder springen, sonst wird es nämlich jetzt eine längere Geschichte. Ja. Na, ich denke mal, das wird man dürfen. Aber man muss hier aufpassen, dass man... Oh. Das ist fies. Also ich darf nicht dorthin kommen. Okay. Spring mal und schau, was passiert. Nein! Okay, also ja. Neu. Also man darf nicht auf manche Felder. Also nicht auf dieses eine freie Feld da zum Beispiel. Mhm. Gut, zu wissen. Erstmal die hier alle weg. Sollte aber machbar sein. Ja, ich denke schon. So, wenn ich jetzt... obwohl, doch, das geht. Wenn ich das mache, dann kann ich den wegmachen, dann kann ich den wegmachen. Dann mache ich noch den weg. Und kann wieder zurück. Gut, klappt also alles. Ja gut, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Dann wahrscheinlich dieses Rätsel ist in so und so viel Sprüngen machbar. Ja, ist nur leider kein Counter da. Ja. Aber jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wie kriege ich denn eigentlich den einen da weg? So, also wenn ich jetzt zum Beispiel da hochspringe, dann muss ich erstmal hier rüber. Kann aber hier zum Beispiel hin. Den da wegmachen, den da wegmachen. Ich muss mir nur noch überlegen, wie ich den ganz rechts dann wegbekomme am Ende. Und vor allem, wie ich zu diesem... Ah, ja, doch. Also bei dem einen weiß ich, wie ich da dann am Ende irgendwie hinkommen werde. So. Okay. Gibt eigentlich nur ein Feld von dem aus, dass es geht. Klack. Dann das hier, dann den da noch. Wieder zurück. Da vielleicht mal hin, da mal hin. Und dann habe ich wenigstens die alle schon mal weg. Ah, jetzt hättest du den alten schon einsammeln können in der Ecke. Echt? Nochmal eins zurück? Moment. Ja, aber dann kann ich ja den... Obwohl, warte mal, zurück. Da nicht, nee. Doch, wenn du jetzt auf das untere hüpfst. Ah, ja, hier. Okay, warte mal, dann habe ich eine Idee. Dann mache ich das. Hüpf wieder zurück. Genau. So. Jetzt wird's natürlich noch ein kleines bisschen... Oh. Wie aber nun? Ich glaube, so auf die letzten paar wird's dann doch noch mal ein bisschen... Ah, warte mal, wenn ich... Nee. Wenn ich dahin... Dahin und dahin, dann kriege ich den. Also jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger bei den letzten paar hier. Den kriege ich weg. Nee, dahin. Jetzt kriege ich den weg.
Aber jetzt gibt's ein Problem. Von wo aus muss ich springen, um den anderen? Aber wahrscheinlich unten links, unten rechts von ihm. Ja, im Loch in der Mitte. Das ist nämlich das einzige Feld, was da... Okay, das haben wir. Nice! War ja gar nicht so schlimm. Nee, also... Sehr schön! Rätsel werden gelöst. Ja, das war ja jetzt lächerlich einfach. Huch, doppelt. Weil es halt doppelt lächerlich einfach. Ja, genau, es war doppelt lächerlich einfach. Du bist ein wahrer Meister. Alle deine Gegner sind geschlagen. Und die anderen Ritter haben gar nichts machen müssen. Ja. Einer für alle. Und alle im Urlaub. Ihr seid ein wahrer Meister der Rätsel. Sagt, wo habt ihr diese Kunst erlernt? An der Gressenheller Universität. Das war nicht der Rede wert. Ja, genau, da gab es einen richtigen Kurs dafür. Das müsste mal eine Frage bei Quizduell sein. Bei welcher Universität hat Professor Layton studiert? Das wäre cool. Computerspiele. Oder wo er lehrt. Ja. So. Gibt's die denn eigentlich wirklich? Was? Die Gressenheller? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. No. Ja, das war nicht der Rede wert. Ich kann ein Rätsel wie dieses bei Tee und Gebäck lösen. So wie jeder Gentleman. Und ich hatte jetzt nicht mal Tee und Gebäck. Ich stell mir das mal so gemütlich vor. Mhm. Ja, genau. Jedes Mal so, schwupp, nimmt er sich erstmal Tee und Gebäck, setzt sich irgendwo hin. So in einem gemütlichen Ohrensessel, so am Kamin. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, aber jetzt bleibt keine Zeit, sich Sorgen darüber zu machen. Oder darüber Sorgen zu machen. Wir geben unser Bestes. Wir bemühen uns, diese Stadt zu beschützen. Gebt auch euer Bestes. Und meine Axt! Keine Sorge, ich werde mich bemühen, um eure Erwartungen zu erfüllen. Ich werde mich auch bemühen. Und meist pünktlich sein. Okay, bewegen wir uns mal. Und nicht so gesellig wie der Professor. Oh. So, also verstecktes Rätsel ist noch da. Dachte ich mir, okay. Weil das wäre ein bisschen offensichtlich gewesen. Das muss doch irgendwo noch dann... Ah! Au! Klick! Das war jetzt aber eher Zufall. Ah, Professor, ich glaube, da oben verstecken sich Mäuse. Nein, Rätsel. Sieh noch einmal genau hin, Luke. Vielleicht fällt dir auf, dass sich dort nicht nur Mäuse verstecken. Hä? Ach so, ich weiß, was Sie meinen. Da ist auch ein Rätsel. Überlassen Sie das nur mir, Professor. So ein Rätsel schaffe ich mit links. Dieses Rätsel könnte sich als knifflig herausstellen. Atme tief durch und versuch dein Bestes. Ich bemühe mich. Wenn es dir im Moment zu schwierig vorkommt, kannst du jederzeit aufgeben. Auswählen und es später wieder versuchen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. In Ordnung, Professor. Nö, nicht aufgeben. Ein Schieberätsel! Nö. Hungrige Mäuse. Ach komm, für 25 Pikarat. Ja. Einige Mäuse scheinen es sich im Haus gemütlich gemacht zu haben. Sie haben dort besonderes Interesse am Käse, der dort gelagert wird. Kippe den Tisch links, rechts, oben, unten, um die Mäuse über die Tischfläche rutschen zu lassen. Lass dabei jede Maus in eine Falle rutschen, ist ja fies. Und kein nicht Käse? In den Käse kommen. Achso, okay. Ah, weißt du was? Ich habe gerade erstmal, als ich das Spielbrett gesehen habe, in meinem Kopf schon noch immer irgendwie das Gameplay vom letzten Rätsel drin gehabt und wollte die Mäuse erstmal so wie Springer springen lassen. Ah, ist das schlimm. Okay, so, dann würde ich sagen, welche Falle nehmen wir denn zuerst? Also wir können auf jeden Fall erstmal nicht nach links. Und nicht nach unten. Und nicht nach unten. Und nach rechts oder oben wäre beides möglich. Ich würde ja sagen, es wäre sinnvoller, erstmal nach oben. Dann haben wir eine in der Falle. Klack. So, dann können wir jetzt sogar nach rechts. Mhm. Ist halt nur die Frage. Nee, ich würde lieber nach unten. Okay. Klack. So, jetzt wird es nochmal schwierig werden ein bisschen. Oh Gott. Geht das überhaupt noch so?
oben, rechts, oben, links, oben, rechts. Und dann hast du nur noch eine Maus, die in die Falle muss. Ach so, ja. Ah, und das geht aber schon nicht mehr. Das geht nicht mehr, weil sie... Ja, okay, wir müssen also diese Maus, die wir da... Okay, neu. Ja. Also, sollen wir mal versuchen... Auf links. Hä? Erstmal auf links gehen, okay. Nein! Naja, einmal links... Nee, einmal rechts und einmal links, so. Nee, so. Nee, das auch noch nicht. Geht auch nicht. Einmal... Ah, und dann nach oben erstmal. Und dann... Dann können wir nämlich eine, zack, einfangen. Jetzt ist schade, dass wir nicht, ja, was könnte man jetzt machen? Also, rechts unten links. Rechts unten links, Moment. Aber können wir dann die letzte noch irgendwie? Ja, können wir. Rechts unten links. Jetzt wieder rückwärts, bist du ganz nach oben ins Loch. Klack, und dann klack, klack. Klack. Oh, ich hätte fast aufgeben gedrückt. Nachdem der Professor uns erklärt hat, dass man aufgeben aufdrücken kann, war das wahrscheinlich das erste versteckte Rätsel, das man hätte finden sollen. Gut gemausert. Da können wir wohl auf den Kammerjäger verzichten. So, gut. Damit wären wir in diesem Bildschirm, glaube ich, damit durch. Und das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um weiterzugehen zum nächsten versteckten Rätsel. Ich weiß. Nein. Doch, komm. Eins nein, ist es nein. Nur noch. Es ist nur noch eins. Ich hab Angst. Es ist kein Schieberätsel. Ich versprech's. Na gut. Professor, hier ist absolut niemand. Es ist unheimlich still. Oh. Da nicht. Ah. Nein. Der Nebel hat sich verzogen und der Turm ist in all seiner Pracht für alle sichtbar. Versuchen wir, die Spitze des Turms zu erreichen, hm? Im Mond? Nee, leider diesmal nicht. Ah. Verstecktes Rätsel. Schieben Sie diesen Turm woanders hin. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin. was ist denn das? Was ist los, Professor? Sieh dir das an, Luke. Hier ist ein Rätsel verborgen. In so einer Situation könnte das Lösen eines Rätsels zur Stressreduktion beitragen. Außer man hat, man ist gerade, man hat's eilig. Da haben, ach nee, du bist das. Da haben Sie bestimmt recht, Professor. Immer doch. Schieberätsel. Oh. Kreisender Ritter, das gleiche wie mit den Mäusen oder was? Schauderhafte Wesen suchen das Innere dieses rätselhaften Anwesens heim und es fällt mir zu, die Hallen von ihnen zu befreien. Ich muss alle Kerzen anzünden, um diese Wesen für immer zu besiegen. Die Kammer scheint sich zu drehen. Macht euch das zunutze und dreht das Haus, damit ich alle Kerzen erreichen kann. Die Kerzen werden angezündet oder ausgeblasen, wenn der Ritter vorbeikommt. Zumindest vergleichbar offenbar. Ja. Ich würde jetzt erstmal so machen. Wusch. Ah, eine wird definitiv dann ausgeblasen, oder was? Ah, warte mal. Ah, hätte ich jetzt andersrum gehen sollen, damit ich erstmal die anderen... Ich glaube schon, weil du von oben, von der Ecke nicht mehr da reinkommst, in der Mitte. Ja. Schwupp, schwupp, schwupp. Und zurück. Und zurück. Und da lang. Aber jetzt... Und ah, nochmal? Nee, so rum? Genau. Ja. Jetzt ist aber die Frage, jetzt muss ich ja definitiv mal eine ausmachen. Ja. Na toll. Aber dann, wie will ich die denn am Ende wieder ankriegen? Oder gibt's eine Möglichkeit, dass die... Moment. Ich probiere nochmal was ganz Neues, okay? So, erstmal zack. Dann... Zack. Was passiert jetzt, wenn ich... Zurück und das nochmal? Ja. Jetzt ist die nämlich aus. Sehr schlau. Ah. Dann haben wir es schon. Ja. Da, siehste, hat doch gar nicht so lange gedauert. Hat doch gar nicht wehgetan. Ey, da wäre ich nicht drauf gekommen. Echt? Hä, hatten wir da nicht einen Sound dafür? Ich muss jetzt leider gerade spielen. Ich kann keinen abspielen.
So. Haha. Ob ich mich wohl bewährt habe? Nö. Ich war das. Welch ein faszinierendes Rätsel. Glänzend. Das war eine schwindelerregende Erfahrung. Die Atmosphäre im Raum ist doch gleich viel angenehmer mit ein wenig Licht. Ja. Ja. Ich krieg jetzt langsam steifen Nacken, weil ich die ganze Zeit so nach rechts gucken muss. Aber bei mir ist schon die ganze Zeit was anderes steif. Was ist denn eigentlich da drin? Ist da noch ein verstecktes Rätsel? Das Nein! Da ist nichts, nicht keine Sorge. Wir können hier auch speichern, wie es aussieht. Aber warte mal, ich wollte mal gucken, ist dann jetzt ein verstecktes Rätsel da wenigstens noch gewesen? Ah, drei Hinweismünzen, komm schon, die noch. Alles gut. Nur Hinweismünzen, man sieht ja, wo die sind. Also triggert man nichts anderes. Komm schon. Irgendwo hier muss doch noch... Ah, da ist die zweite. Ach so, ja. Bling. Und für die andere noch. Bling. Hier irgendwo am... Nee. Ah, da. Da ist die. So, und jetzt... kann ich dich beruhigen. Jetzt können wir endlich mal speichern. Yeah! Obwohl, ich speichere auf einem anderen Stand. Sicher. Das hier. Das allerletzte. So. Dann sehr schön. Sind wir ja wieder ein Stück weitergekommen nach ganz viel Gelaber über nichts. So, jetzt können wir unser Let's Talk fortsetzen. Nein, Quatsch. Also, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und ich hoffe, wir kriegen das noch irgendwie hin vor Lady Layton. Ich glaube nicht dran, aber wer weiß. Wir bemühen uns stets. Ja, das sowieso. Wir sind gesellig. Ein Glück habe ich mein Alkohol, sonst könnt ihr mir das nie antun. Hä, dafür hatten wir einen Sound? So, ach übrigens, zugeklappt und noch was eingesprochen. Ja. Ja. Tschüssi! Nee, das nicht. Sprich noch was. Ich muss nochmal holen, Moment. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz war. Halt die Fresse und spiel das Spiel weiter oder irgendwie sowas. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Dankeschön. rennen Sie hier nicht so rum, Mann.